Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 5. März. Heute haben wir dabei Pixabay, Android TV, Facebook Messenger, Google Maps und Netflix. Beginnen tun wir mit Pixabay. Das ist ja eine Plattform, auf der man sich Bilder runterladen kann, die man dann im Rahmen einer Creative Commons Zero CC0 Lizenz dann auf seiner Webseite oder wo auch immer benutzen kann. Soweit, so gut. Aber anscheinend hat Pixabay jetzt still und heimlich am 1. Januar 2019 seine Nutzungsbedingungen geändert. Und dort gibt es jetzt eine neue Pixabay-Lizenz und die ist eben nicht mehr so Public-Domain-artig wie vorher. Das heißt, guckt euch das mal an. Wir haben auch einen Link zum Artikel vom Chefblogger, der da nochmal weiterleitet auf den Schweizer Internetanwalt Martin Steiger, der so ein bisschen Licht in das Dunkel bringt. Ansonsten bin ich da durchaus beim Chefblogger. So viele gute Bilder sind auf Pixabay leider auch nicht mehr zu finden. Da ist sehr viel Schrott und ich glaube, da sind ein paar Euro in eine andere Bilderplattform mit einer vernünftigen Lizenz oft auch ganz gut angelegt, wie ich finde. Anderes Thema, Android TV. Das ist ja das Google-Betriebssystem für Fernseher und TV-Boxen. Und da ist jetzt ein ganz übler Bug aufgetaucht. Da hat nämlich ein Nutzer herausgefunden, dass er in Kombination mit Android TV, Google Fotos und Google Home auf einmal ganz viele andere verknüpfte Konten von anderen Nutzern sehen konnte und dann auch sogar deren Bildern in seinem Bildschirmschoner. Wenn das wirklich so ist, das heißt wirklich so, es wird wohl gerade nachgeforscht, auch bei den XDA-Developern, ob das nachvollziehbar ist und woran es genau liegt. Google hat auf jeden Fall erstmal Stellung bezogen und die einfachste Lösung gemacht. Die haben einfach die Kombination vom Google Assistant Fotos, von Google Fotos an Geräte mit Android TV weiterzureichen, deaktiviert. Und dann schauen sie mal, ob sie es beheben können. Naja, auf jeden Fall erstmal kurzzeitig behoben, einfach mit abschalten und dann schauen wir mal, ob sich Google in den nächsten Tagen noch dazu meldet. Am Wochenende ist ein Kniff bekannt geworden, wie man im Facebook Messenger den Nachtmodus aktiviert. Und Facebook hat das nun selber bestätigt. Also bis jetzt ist das noch ein Easter Egg, soll wohl aber ganz normal in die Einstellungen demnächst in iOS und Android kommen. Und wenn ihr unbedingt einen Nachtmodus haben wollt im Messenger, dann ist das ganz einfach. Ihr müsst einfach irgendjemandem das Sichelmond-Emoji schicken. Und das müsst ihr auch einzeln schicken, also nicht an einer Nachricht am Ende, sondern wirklich als einzelne Nachricht. Einmal das Sichelmond-Emoji, dann fallen ganz viele Monde runter und oben wird eine Box auf jeden Fall auf iOS angezeigt, dass das nun aktiviert ist und danach habt ihr es in den Einstellungen. Ich habe es mal gemacht. Ich finde Nachtmodus generell sehr schön. Im Messenger muss ich mich zumindest daran gewöhnen. Ich werde es aber erstmal ein bisschen beibehalten. Nächstes Thema, Google Maps. Die haben jetzt Lime integriert. Lime, der Anbieter für Leih-Elektroräder und Elektro-Tretroller, der ist ja auf der ganzen Welt aktiv. Ich bin ja selber ein großer Freund, habe auch letztens ja nochmal darüber geschrieben. In Deutschland gibt die E-Tretroller ja leider noch nicht, weil das Gesetz noch nicht durch ist, aber es gibt zum Beispiel Lime E-Bikes in Berlin. Und Google Maps hat jetzt, wie gesagt, Lime integriert, sprich, wenn man jetzt von A nach B will und dort wird Lime angeboten, dann bekommt man auch dies als Option angezeigt. Man sieht dann, wie lange man damit ungefähr braucht und auch, was es entsprechend kostet. Komischerweise sind zwar 80 Städte rund um den Globus dabei, aber keine deutsche, also auch nicht Berlin, wo es ja zumindest die E-Bikes gibt. Aus dem Geek Talk ist eigentlich nur Wien vertreten, also wo der gute Jan zu Hause ist. In der Schweiz haben wir auch keinen am Start. Ja, ansonsten halt noch eine Handvoll europäische Länder, Paris, Madrid. Lissabon ist zum Beispiel auch nicht dabei, da war ich ja noch um Silvester rum und habe auch ein Lime benutzt. Komische Mischung, keine Ahnung, warum das so ist. Ja, und das letzte Thema für heute ist gerade eine große Diskussion, die in Amerika im Gange ist, weil Netflix hat ja bei den Oscars nicht unbedingt abgesahnt, aber ordentlich gewonnen, ein paar gute Oscars mit nach Hause genommen für Roma. Und jetzt möchte wohl Steven Spielberg
bei dem Academy Award Directors Board, also die für den Oscar zuständig sind, erreichen, dass sich Netflix-Filme nicht mehr für den Oscar qualifizieren dürfen, weil sie halt nicht im Kino laufen, beziehungsweise nur mal für ein, zwei Tage ins Kino gebracht worden sind, damit sie die Hürde nehmen und auch bei den Oscars antreten dürfen. Netflix ist natürlich komplett dagegen und argumentiert jetzt auch mit einem offenen Brief, warum das denn nicht so sein sollte. Und ja, man kann sowas so oder so sehen. Ansonsten bin ich da ja durchaus eher bei Steven Spielberg, weil es gibt ja die Emmys, das sind die TV-Oscars. Und Netflix ist halt eher TV. Und ich meine, wenn sie dann halt einen Oscar haben wollen, dann müssen sie das Ding eben halt auch mal ordentlich ins Kino bringen. Und dann finde ich es auch okay. Mag aber andere Sichtweisen geben, von daher warten wir mal ab, was dabei rumkommt. Ich glaube, am Ende des Tages, ja, uns kann das, glaube ich, egal sein, solange Netflix guten Content produziert und der Kollege Spielberg auch weiterhin seine Filme macht. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag, habt einen schönen Arbeitstag, einen guten Schultag und bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.